Nach der 2:6 Niederlage am Donnerstag in Kassel unterlag die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auch im zweiten Vorbereitungsspiel für die Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Tschechien mit 1:5. In Frankfurt sorgten über 5.100 Zuschauer für eine prächtige Stimmung. Passend dazu schoss Lokalmatador Dominik Bock den Ehrentreffer für das DEB-Team. Hier sind einige Impressionen und Stimmen vom Testspiel in Frankfurt. Dominik, erstes Länderspieltor, wenn ich richtig informiert bin, oder war es erste, ne? Ja. Und dann auch noch gleich hier in Frankfurt. Was war das für ein Moment für dich? Ja, war klar ein besonderer Moment, hier das erste Tor zu schießen. Ich habe jetzt lange drauf gewartet und jetzt endlich hat es geklappt. Wie war die Situation? Hast du gesehen, der passt dann einfach? Oder ab wann war dir klar, das Ding sitzt? Naja, wir hatten Powerplay und wir hatten so ein Play vom Bulli weg, dass ich halt dann runterkomme und der Mülli mir ein Pass spielt und ich den Direktschuss dann nehme. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe nicht wirklich gezielt. Ich ziele eigentlich nicht so oft. Ich versuche einfach nur die Scheibe zu treffen und hatte dann, glaube ich, ein bisschen Glück mit der Latte oder so, ist ja dann noch irgendwie reingegangen. Wie war es hier, das Länderspiel in Frankfurt, sozusagen dein Heimspiel? Ja, war mega spannend auf jeden Fall. Wie ich schon immer sage, ist es immer speziell, hier in der Halle zu spielen. Ich habe jetzt über das ganze Jahr lang hier gespielt und wir hatten immer eine geile Stimmung. Das hatten wir heute auch gehabt. Da bin ich sehr dankbar an die Fans, alle Leute, die gekommen sind. Und ich hoffe, dass sowas mal wieder zustande kommt. Wie war die ganze Woche für dich, auch mit den beiden Spielen? Am Ende waren es ja dann doch zwei Niederlagen. Nee, war eine gute Woche, denke ich mal. Ich glaube, wir haben gesehen, woran wir arbeiten müssen als Team, um besser zu werden. Da sind noch so ein paar Baustellen, aber wir haben jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Wir haben jetzt einen neuen Coaching-Staff. Ein paar Sachen ändern sich, viele Sachen bleiben auch gleich, aber ich denke, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten und dann bis zur WM haben wir noch ein bisschen Zeit, das Ganze in den Griff zu bekommen. Du hast gesagt, es sind noch viele Baustellen. In deinen Augen, was sind denn die Baustellen, die noch abgestellt oder die Fehler, die noch abgestellt werden müssen? Ja, ich denke, wir haben gesehen, wir haben 11 Tore in 2 Spielen bekommen jetzt.
Ich denke, da sieht man, dass wir in der Defensivzone ein bisschen arbeiten müssen, schauen müssen, was wir falsch gemacht haben. Und einfach ein bisschen konstant in der Defensivzone zu sein, vielleicht nicht so viele Turnover zu haben. Ich denke, damit haben wir den Tschechen viele Scheiben gegeben und dadurch konnten die dann auch Torchancen kreieren und das haben die dann auch gut gemacht. Wir wussten, dass sie ein gutes Team sind und das darfst du natürlich so ein Team wie den Tschechen nicht geben. Bakatumi, heute zweites Spiel der WM-Vorbereitung, wieder gegen Tschechien. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen nochmal durchs Video gehen und genau schauen, woran es lag. Aber natürlich sind fünf Gegentore zu viel. Und da müssen wir dringend was ändern. Aber alles in allem, glaube ich, hatten wir eine gute Trainingsphase. Wir haben uns kennenlernen können. Aber es gibt auf jeden Fall Luft nach oben und wir müssen uns verbessern. Kann man schon im Vergleich zum Donnerstagsspiel, also vorgestern, zum ersten Spiel vielleicht schon eine Verbesserung sehen? Wo hat es besser geklappt schon? Nicht wirklich. Also, ich glaube, wir haben ehrlich gesagt die gleichen Fehler gemacht. Wir haben zu viele Scheiben denen gegeben, ohne irgendwie Druck. Und in den Kontern dann auch, wir waren einfach zu offen. Ich glaube, dass wir das sogar im ersten Spiel besser gemacht haben, teilweise mit unserem Vorcheck. Da haben wir ein bisschen geradliniger gespielt. Heute war es leider nicht so. Und von daher, wie gesagt, müssen wir uns stark verbessern. Wie hast du deine Chance gesehen? Du hattest ja den Ausgleich im zweiten Drittel in Unterzahl auf der Kelle. Wie hast du da die Gelegenheit gesehen? Ja, ich meine, wenn ich den mache, dann sieht das Spiel vielleicht auch anders aus. Aber so ist das im Eishockey. Manche gehen rein, manche nicht. Ich fand, wir haben ein gutes Unterzahl gespielt, eine gute Chance kreiert. Aber wie gesagt, ich hätte ihn schon gerne reingehen sehen. Abschlussfrage von mir. Wie groß sind jetzt die Hoffnungen oder wie würdest du deine Chancen einsehen, dann wirklich bei der WM auch dabei sein zu dürfen? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Das weiß nur der Trainer. Ich versuche nur bei den Spielen, beim Training mein Bestes zu geben und mich zu empfehlen. Alles klar. Du warst zuletzt in der Saison relativ lange verletzt, bist erst zu den Playoffs wieder ins Team gekommen. Wie siehst du dich? Wo stehst du jetzt? Wie fit bist du oder wo musst du noch dich verbessern? Ja, ich war lange verletzt, musste viel Reha machen, konnte nicht aufs Eis gehen natürlich. War dann 5 Wochen raus und dann kam ich zu den Playoffs zurück, was dann auch ziemlich schnell ging. Die Saison war dann vorbei von uns und danach hatten wir ein paar Tage frei, haben wir relativ schnell wieder angefangen zu trainieren. Ich war jetzt die ganze Zeit auf dem Eis, aber wir waren nur ein paar Jungs und es war jetzt nicht so wirklich ein richtiges Teamtraining, würde ich mal sagen. Und dann haben wir uns hier getroffen und das ist natürlich dann schon noch ein bisschen komisch am Anfang oder nicht komisch, aber man ist es dann nicht so gewöhnt, würde ich sagen, so ein normales Training wieder zu haben. Dann braucht man ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. Wir hatten relativ viele Trainingseinheiten zusammen und auch 2 Spiele in der Woche gehabt. Ich denke, wir sind jetzt alle ein bisschen besser reingekommen und gehen positiv in die nächsten Wochen. Ja, wie schwierig ist das? Das waren dann ja nach den Pre-Playoffs, nach der ersten Playoff-Runde fast 4 Wochen, wo du kein Spiel dann hattest. Wie schwierig ist das für Leute, die eben so lange raus sind? Ja, wie schon gesagt, das ist eine lange Zeit. Klingt vielleicht nicht so lang, aber es ist halt doch dann ein ganzer Monat fast. Ich denke, bei der Sport ist so schnell. Wenn man den lange nicht gemacht hat, da braucht man dann wirklich ein bisschen Zeit, um wieder richtig Eishockey spielen zu können. Gut, dann sagen wir danke. Wie schwierig war es jetzt für dich persönlich? Ihr seid ja eine längere Zeit jetzt schon raus aus dem Spielbetrieb. Wie schwierig ist das dann, jetzt wieder hier quasi in Turnierstellung zu kommen? Naja, wir waren ja noch nicht so lange draußen wie manche andere hier bei uns. Spiel 7 gegen Wolfsburg rausgeflogen und von daher, wir hatten uns dann auch in der Woche fit gehalten. Ich glaube, daran lag es nicht. Ich fühle mich physisch fühle ich mich fit, mental auch, aber wie gesagt, als Einheit müssen wir jetzt noch ein bisschen besser spielen und hoffentlich können wir das verbessern. Ja, du sprichst gerade die Einheit an, das ist wahrscheinlich auch das Schwierigste, dass man die Laufwege der Reihen Mitspieler noch nicht kennt. Ja, natürlich, wir sind alle neu miteinander und wie gesagt, einfach die Gradlinigkeit hat gefehlt, mehr Scheiben zum Tor, aber ich glaube, unser Coaching-Staff wird da jetzt schon viel machen die nächsten Wochen, um uns auf die richtige Bahn zu führen. Ihr habt jetzt 5 Tage wieder
Training und dann geht es am Donnerstag gleich weiter mit dem nächsten Testspiel. Ja, auf jeden Fall. Also wir werden wahrscheinlich noch ein paar Jungs dazukommen. Hoffentlich kann ich dann auch wieder dabei sein bei der nächsten Phase. Aber einfach als Einheit besser werden und härter trainieren. Dann wünschen wir dir viel Glück, dass du weiter dabei bleibst. Vielleicht sehen wir uns ja in Tampere. Danke.